muss kämpfen. Epic. Taubsi. Das sowieso nur Sandwirbel kann und mich damit mächtig nervt. Beziehungsweise schon immer genervt hat. Hö? Okay. Früher hat es bei mir immer nur Sandwirbel gemacht. Kaya ist auch nichts für. Radfratz auf Level 4, so wie der Julian. Hahaha, ist eine Schande für meinen Namen. Ich glaube, ich muss mich gleich in den Keller einschließen und weinen. Stand da gerade echt Volltreffer? Ey, sowas ist arm. Sowas ist echt arm. Volltreffer kommen echt immer dann, wenn man sie am wenigsten braucht. Hallöchen, Käfersammler. Anstatt an. Traf ich auf einen Trainer. Ja. Wäre auch blöd, wenn ich ein Käfer-Pokémon wäre. Dann könnte ich kein Kanemani haben. Oder? Macht Sinn, oder? Ich sehe gerade, oben ist ein größerer schwarzer Rand als unten. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und wenn nicht, ist mir das auch egal. Hahaha, mein Gott, bin ich nett. So nett wie immer, so nett wie eh und je. Leider besitze ich nicht so wie zum Beispiel Gronkh oder so die Fähigkeiten, mir einfach Themen aus der Luft zu greifen, um darüber zu reden, zu schwadrouillieren und dann die Zeit damit sozusagen tot zu reden, in der ich solche Noobs hier fertig mache, wie gerade den Käfersammler XY Heinrich 1000. Oder wie auch zum Beispiel ja, viele haben dann halt Co-Kommentatoren dabei. Zum Beispiel Domi. Der hat ja auch öfter Co-Kommentatoren dabei. Wenn ihm zum Beispiel nichts mehr einfällt, sag ich jetzt mal. Oh, ist das schön. Aha. Sorry, muss ich vorschwimmen, das dauert mir zu lange. Das sind ja nur Noobs. Mein Gott, ich bin vergiftet. Nein. Und wie praktisch, da ich eben da beim Haus von Mr. Pokémon ein Gegengift gefunden habe, wenn ich denn letztes Mal das Inventar aufrufen dürfte. Ich meine, das Vieh lernt auf 12 Aquaknarre. Nicht, dass es besonders wichtig wäre, weil ich meine, Kanimani geht sowieso auf Angriff und nicht auf Spezial, also. Themen, Themen. Gab's da nicht? Will in einem Kampf selbst heilen. Noch viele Items können von Pokémon gehalten werden. Ist nicht einfach, sich all diese Notizen zu machen. Ah, merkst du ja einfach, ist nicht schwer. Ich mache mir Notizen über die Ausführungen. Besser, ich schreibe auch alles von der Tafel ab. Nee. Dann war dem nicht so. Dann war das wahrscheinlich in. In. Wie ist die komische Stadt nochmal? Prismania, da gab es ja auch so eine Schule. Dann hat man da. Wackel, 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 dackel, abfackel. Da hat man von irgend so einem Honk irgendwo da eine Flinkklaue bekommen. Oder war das in Rubin und Saphir? Das müsst ihr echt nochmal nachgucken. Ich habe die ganzen Editionen so episch lange nicht mehr gespielt. Die einzige, die ich jetzt seit 2 Monaten gespielt habe und beziehungsweise immer noch spiele, ist gerade die Bloody Platin.
Aber ansonsten spiele ich im Moment echt verdammt wenig Pokémon. Schade eigentlich. Naja, egal. Dafür mache ich dann umso mehr unvernünftige Sachen wie zum Beispiel Stämme spielen und Battlefield Heroes und was noch? OFM und Dark Orbit, wenn ich mal nichts zu tun habe und Kabal und Minecraft und Pokémon Online seit 3 Monaten nicht mehr. Das habe ich eigentlich alles auf dem PC. Hey, ich habe Age of Empires hier drauf, wusste ich schon fast nicht mehr. GTA 2? Oh, lange nicht mehr gespielt. Das Einzige, was ich an diesen älteren Generationen ein bisschen störend finde, ist, dass oben und unten ein absolutes Vorrecht haben. Also die G-Tasten. Das ist ein bisschen doof. Das finde ich in der vierten Generation und wahrscheinlich auch in der fünften. Ich habe White und Black noch nie gespielt. Muss ich leider zugeben, aber ich werde es mir demnächst auch holen. Wenn ich denn mal Geld hätte. Ich kann es ja auch nicht scheißen, leider. Das dauert mir jetzt. Sorry, das dauert mir einfach zu lang. Die mit ihren blöden Knopfhensas hier. Kriege ich wenigstens ein bisschen Spezial-EVs. Dann gab es auch. Ne, da gab es einen Trainer. Wirble den Staub auf und nerv mich. Alle drei Knuffensens auf Level 3. Ey, das ist absolut nervig. Ich wusste doch, dass das ein Item war. Da kriegen wir Geld. Oh mein Gott, ein wildes Radfratz? Ja. In der Nacht kann man ja sogar Nebulax treffen. Wenn man so hobbylos ist und die trainieren will, dann kann man dies auch gerne tun, aber weil wir das nicht tun wollen, weil wegen Solorun und so, ne? Für den ich mich spontan entschieden habe, als ich das Kanimani gesehen habe. Detlef die Soest. So sieht er zum Glück nicht aus. Der Typ sieht einfach nur scheiße aus. Und tut mir leid, falls ihn jetzt einer. Aua! Aua! Rankenhieb tut ja weh! Au! Spaß! How much Tränke have I? 3. Wow. Dann geben wir ihm doch mal, weil es ja so viel bringt. Eine Beere. Mit der VM des Weisen kannst du selbst du höchste Orte erhellen. Ah, ich krieg gleich einen Orgasmus. Ja, wie sagte letztens einer nach dem Biounterricht, guck mal, das sind kleine Orgasmen im Wasser. Ich meine Organismen. Und schon wieder so ein. Oh, Alter, Rankenhieb tut weh. Gibt's eigentlich eine. Alter! Level 7 jetzt auch noch. Weiser Ingolf. Vertraust wirklich deinem Pokémon? Das ist sehr gut. Bam! Bomben! Bomben! Bombenangriff! Falls jemand die Simpsons guckt. Wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht bekommst du die VM. Eines gebe ich dir noch mit. Behandle deine Pokémon besser. Dein Kampfstil ist zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Er behauptet, ein Weiser zu sein, aber er ist schwach. Das muss noch geklärt werden. Ich würde nie gegen einen Narren verlieren, der mir rät, meine Pokémon gut zu behandeln. Für mich zählen nur starke Pokémon. Schwache Pokémon interessieren mich nicht. Warum hast du denn ein Divi genommen? Warum? Ah, sowas ist natürlich sehr sinnig. Ein Divi ist der in meinen Augen schwächste Starter hier in diesem Spiel und der nimmt den dann auch noch. Weil wegen Typ Nachteil und so, aber bringen tut's ihm dann im Endeffekt auch nichts mehr.
Und ich bin dann wirklich mal so frech und speicher hier. Schön, dass du gekommen bist. Der Knorfensaturm ist eine Trainingsstätte. Trainer und Pokémon prüfen ihre Freundschaft, um gemeinsam eine rosige Zukunft aufzubauen. Ich bin hier der letzte Test. Erlaube, dass ich die Freundschaft zwischen dir und deinen Pokémon überprüfe. Und das kann man natürlich am besten mit einem Kampf. Nicht mal so eben bei der Boston Tea Party, ich meine beim Tässchen Tee und ein Löffelchen Zucker dabei. Nein, dafür muss man unbedingt kämpfen. Ah, das ist ein wichtiger Kampf. Sorry. Also, aua, Spaß. Spannung pur. Das nächste Knuffenser kommt. Die Spannung steigt. Der nächste Kratzer. Knuffenser geht, what the fuck, nicht mal halb down? Willst mich verarschen hier? Bam! Nein! Er hätte jetzt einen Volltreffer bekommen. Ich hätte ihn so in die Eier getreten. Sowas nennt man, glaube ich, kalkulierbares Risiko. Und jetzt kommt noch ein Hut-Hut. Ein Hut. Hut-Hut. Om nom nom. Hält mir ein bisschen zu viel aus. Kratzer. Eiskratzer. Schneekratzer. Augenkratzer, Arschkratzer, Rückenkratzer. Kein Level up, schade eigentlich. Ah, sehr gut. Und ich habe sie jetzt besser behandelt als der Typ da. Als, Chris, genau so habe ich ihn genannt. Du, deine Pokémon, dürftet keine Probleme mit dieser Attacke haben. Nimm diese VM, sie enthält Blitz. Die alte VM5. Als ob ich sie jemals brauche. Ganz ehrlich, Verzeihung, Verzeihung fürs Gähnen. Ich bin gerade erst aufgestanden und wir haben jetzt, also definiere gerade erst vor 2 Stunden, indem mich mein Vater liebevoll aus dem Bett gerissen hat. Fluchtseil. Ich mag die Musik total. Stirb! Nein! Es war ein Klick zu viel. Nein! Let it go, let it go! Steht mir da so ein Opa im Weg rum und der meint, er ist cool. Sind die Deppen als wichtig zu erachten, ganz ehrlich? Lass mich herausfinden, ob du gut genug bist, um gegen Falk anzutreten. Besser als du, so viel steht fest. Siehste. Da. Das Motto lautet Courage. Gesundheit. Sie alle hier oben, Tag und üben, Tag und Nacht. Im Vogelmeister Falk zu ich und lesen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und beide passen mir nicht, das tut mir echt leid. Und ich habe die Kämpfe als nicht besonders wichtig erachtet, wie man glaube ich sehen kann. Nein. Es wäre auch mal schön zu wissen, warum der nur einmal geht, wenn man zweimal klickt. Hallöche Flack, Herr Falk. Ich bin Falk, der Arenaleiter von Viola City. Man sagt, dass man die Flügel von Flug-Pokémon mit einem elektrischen Blitz stutzen kann. So etwas werde ich niemals zulassen. Vor allem, weil es jetzt noch nicht geht. Auf die nächste Route können wir nicht und da gibt's Vati. Ich meine, Voltilam. Ich werde dich die Kraft, wahre Kraft der Flug-Pokémon spüren lassen.